Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Ukraine gerät immer tiefer in die Krise. Zum ersten Mal setzt Kiew heute die Nationalgarde ein. Unsere Themen: Kampf gegen Separatisten, Tote bei Gefechten in der Ostukraine. Strategien gegen Erderwärmung, der Bericht des Weltklimarates und Sieg gegen Berlin. Bayer Leverkusen schlägt Hertha. Tagelang hat die Übergangsregierung in Kiew tatenlos zugeschaut, wie sich im Osten ihres Landes eine Stadt nach der nächsten, eine Region nach der nächsten für unabhängig erklärte und pro-russische Aktivisten Regierungsgebäude besetzten. Fürchtete man doch, Moskau nur einen Vorwand zu geben, um den russischstämmigen Ukrainern zu Hilfe zu eilen und mit Militär einzumarschieren. Doch nun scheint Kiew dieses Risiko einzugehen, denn im ostukrainischen Slawjansk gab es heute einen, wie es offiziell hieß, Antiterror-Einsatz. Norbert Hahn berichtet. Kampfhubschrauber über Slawjansk. Das Innenministerium hatte mit einem Sturm auf die Stadt gedroht, doch daraus wurde nichts. An den Barrikaden der Separatisten endeten die zaghaften Versuche der Zentralregierung, die Kontrolle zu übernehmen. Wir bleiben hier bis zum Ende, wir haben nichts zu verlieren. Moskau steht hinter uns. Den Eindruck hatte man schon gestern Abend in Kramatorsk gewinnen können. Vermummte greifen die örtliche Polizeiwache an. Anscheinend eine gut geplante Militäraktion. Wer für die Einheit und gegen die Gewalt demonstriert, wie in Charkiw, lebt gefährlich. Einige hundert Pro-Ukrainer geraten mit pro-russischen Demonstranten aneinander. Etwa 50 Menschen werden verletzt. Die meisten waren offenbar Pro-Ukrainer. Die besetzte Regionalverwaltung in Donetsk, die Vertreter der selbsternannten Separatistenrepublik, treffen auf Vertreter der Nachbarstädte und rufen sie offen auf, überzulaufen. Sie haben jetzt eine Möglichkeit, eine richtige Entscheidung zu treffen und auf die Seite des Volkes zu kommen. In diesem Fall können Sie Helden werden. Helden werden oder sich ergeben, das ist hier die Frage. Die Aufrührer werden auch aus dem fernen Kiew umworben, mit Bekanntem. Für jene, die nicht auf unsere Sicherheitskräfte geschossen haben, und jene, die ihre Waffen abgeben und die besetzten Gebäude bis Montagmorgen verlassen, habe ich eine Amnestie unterzeichnet. In Slawjansk sind die meisten wohl noch nicht überzeugt. Auch Wassili macht keinen Hehl daraus, dass es ihm nicht nur um etwas mehr Autonomie geht. Russland und Onkel Putin sollten wissen, wir sind mit euch. Russland und Onkel Putin werden das wohl zu schätzen wissen. Also es gibt jetzt ein Ultimatum, das Kiew den Besetzern bis morgen früh setzt. Fragen wir nach bei Norbert Hahn in Donetsk. Norbert, es gab ja schon mal ein Ultimatum, das Kiew dann aber verstreichen ließ. Was glauben Sie, wird morgen tatsächlich das ukrainische Militär eingreifen? Denn dass die prorussischen Besetzer freiwillig weichen, damit ist ja nicht zu rechnen. Nein, damit ist nicht zu rechnen. Also ich denke, man kann Turchinow nur raten, den Worten auch Taten folgen zu lassen. Denn die Lage wird halt immer schwieriger für die Zentralregierung in Kiew. Die Macht verfällt immer weiter. Jeden Tag werden neue Gebäude übernommen in neuen Städten. Und die werden immer besser befestigt. Die Barrikaden wachsen immer höher. Und damit steigt natürlich auch die Gefahr, dass bei einer Räumung Blut vergossen wird und dass Russland einen Vorwand bekommt, hier in der Ostukraine militärisch einzugreifen. Also wenn Turchinow aber nichts tut, dann muss man sagen, dann zerlegt sich der ukrainische Staat von selbst durch reine Untätigkeit. Bleibt aber dennoch zu hoffen, dass in den nächsten Tagen nicht noch Schlimmeres passiert. Vielen Dank, Norbert Hahn. Denn am kommenden Donnerstag sollen Ukrainer und Russen nun erstmals in Genf Gespräche führen, um eine militärische Auseinandersetzung zu verhindern. Der Krieg der Worte und der Krieg der Bilder, der ist allerdings längst in vollem Gange. Russische Staatsmedien schüren den Hass auf die Politiker in Kiew, die Faschisten und Marionetten des Westens seien, so heißt es. Sender, die etwas anderes behaupten, können schon mal über Nacht ihre Lizenz verlieren oder bekommen ungebetenen Besuch. Aber immerhin, es gibt sie, die Gegner dieser Propaganda. Und heute gingen sie zu Tausenden in Moskau auf die Straße. Golina Atay.
sehen so Nationalverräter aus? Oder die fünfte Kolonne, von der Russlands Präsident spricht? Schauspieler und Schriftsteller, Journalisten und Oppositionelle, zu Tausenden sind sie gekommen, weil sie ihren Medien, ihren Politikern nicht glauben. Mittendrin Georgi Sattarow, Berater von Ex-Präsident Boris Jelzin. Russland sei von Wut, von Hysterie, von Chauvinismus befallen, erklärt er ruhig. Ich bin pessimistisch, weil in 12 Jahren hat Putin genau jene Umstände erschaffen, die damals zum Zerfall der Sowjetunion führten. Megalomanie ist keine psychische Krankheit, es ist eine Infektion. Die staatsnahen Fernsehsender nennen sie hier Putins TV-Truppen. Ich habe 4 Enkel und die sollen in diesem Land, in dieser Lüge leben. Wenn sie erwachsen werden, dann erzähle ich ihnen alles. Die werden keine Geschichtsbücher lesen. Ich erzähle ihnen alles über die Krim. Auf der Bühne steht der Historiker Andrei Zubov. Weil er die Annexion der Krim mit Hitlers Anschluss von Österreich verglich, kündigte ihm das Moskauer Institut für internationale Beziehungen. Heute arbeitet er dort wieder, nur eingeschränkt, sagt er, viele Kollegen mieden ihn. Ein Soziologe befürchtet, Putins Propaganda habe sich längst verselbstständigt. Im Osten der Ukraine, wo russische Söldner und Provokateure operieren, kann das Regime die Propaganda nicht einfach so abstellen. Denn Putins Macht ist zur Geisel seiner eigenen Propaganda geworden. Vor lauter Propaganda sei der Kreml fast im Zugzwang, in der Ostukraine einzuschreiten. Noch begreift nur diese kleine Minderheit der Russen, was das bedeuten würde. Es kostet nicht die Welt zu retten. Das ist eine entscheidende Botschaft des heute vorgestellten Weltklimaberichtes. Der rechnet zum ersten Mal konkret vor, wie teuer uns das Reduzieren von Treibhausgasen zu stehen käme. Und offenbar wäre das gar nicht so viel. Und umso frustrierender ist es, dass wir es trotzdem nicht ausreichend tun. Denn sogar die deutsche Regierung mit ihrer Vorzeige-Energiewende schließt mit der neu entdeckten Hingabe für billige Kohle zu viel CO2 in die Luft. Davor warnt der Weltklimarat eindringlich. Es kostet nicht die Welt, die Welt zu retten. Aber wenn wir es nicht tun, dann kostet es uns die Welt. Jochen Gräbert. Schmelzende Polkappen, steigende Meeresspiegel, Großstadtsmog. Auch eine Folge des weltweiten Kohlendioxidausstoßes, der schneller steigt als je zuvor. Sagt der Weltklimarat. Eine Woche lang hat er in Berlin darüber beraten, wie der CO2-Ausstoß endlich verringert werden kann und vor allem, wie teuer das wird. Die erstaunliche Botschaft? Es ist mit einigermaßen vertretbaren Kosten verbunden. Man könnte sogar sagen, es kostet nicht die Welt, den Planeten zu retten. In Zahlen um ganze 0,06% weniger würde die Wirtschaft weltweit wachsen. Und dafür würden die globalen Temperaturen um nicht mehr als 2 Grad steigen. Klimaschutz zum Spottpreis. Doch selbst davon sei man, so der Klimarat heute, noch weit entfernt. Die erste zentrale Kernbotschaft ist, die Emissionen steigen, steigen, steigen. Auch hierzulande. Kein Wunder also, dass Deutschland sein Klimaziel, den eigenen CO2-Ausstoß um 40% zu senken, derzeit klar verfehlt. Paradoxerweise trotz des hohen Anteils regenerativer Energien. Aber die ersetzen eben nur den Atomstrom. Ansonsten feiert der Klimakiller Kohle weltweit Renaissance, weil Kohle billig ist und deshalb das saubere Gas vom Strommarkt verdrängt, auch in Deutschland. Wenn Deutschland sein selbstgestecktes Minderungsziel von 40% bis 2020 nicht erreicht, dann heißt das für die anderen Länder, dann können wir auch so weitermachen wie bisher. Denn auch das Vorbildland Deutschland ist offensichtlich nicht mehr Vorbild. Das weiß natürlich auch die Bundesregierung. Uns fehlen 7% an Treibhausgasminderung bis 2020. Die müssen wir jetzt beibringen. Dazu werden wir ein Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 auflegen. Darin werden alle Ressorts mit einzahlen müssen, in Anführungsstrichen. Alle müssen etwas leisten, um dieses Ziel zu erreichen. Doch das wird die Kohle nicht teurer machen. Aber darauf käme es nach Ansicht des Weltklimarats ja eigentlich an.
Der mögliche Verkauf mehrerer hundert deutscher Kampfpanzer nach Saudi-Arabien ist einem Zeitungsbericht zufolge geplatzt. Die Nachrichten mit Jan Hofer. Vor allem Bundeswirtschaftsminister Gabriel von der SPD soll sich gegen eine Lieferung der Leopard 2 Panzer in das autokratisch regierte Königreich ausgesprochen haben. Das berichtet die Bild am Sonntag. Eine offizielle Anfrage für das Geschäft sei aber noch nicht eingegangen. Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien sind wegen der Menschenrechtslage in dem Land umstritten. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist Ziel von Spionageangriffen geworden. Ein DLR-Sprecher bestätigte einen Bericht des Magazins Der Spiegel. Danach wurden Computer und Betriebssysteme systematisch mit hochentwickelten Spähprogrammen, sogenannten Trojanern, infiziert. Hinter den Attacken wird ein ausländischer Geheimdienst vermutet. Dem Bericht zufolge stuft die Bundesregierung den Fall als äußerst ernst ein, weil es um Rüstung und Raketentechnologie gehen soll. In der chilenischen Hafenstadt Valparaíso hat ein Großbrand etwa 500 Häuser zerstört. Mindestens 11 Menschen starben. Die Regierung erklärte den Notstand und ließ die bedrohten Gebiete räumen. Mehr als 5000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr hat die Flammen inzwischen unter Kontrolle. Das Feuer war am Samstag auf einer Müllhalde ausgebrochen. Valparaíso gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Kommen wir zurück nach Deutschland und damit zur Fußball-Bundesliga. Und in der war heute Andreas Köckel klar und deutlich ein Seufzer der Erleichterung zu vernehmen. Ja, und der kann ohne Zweifel nur aus Richtung Leverkusen gekommen sein. Nach nur einem Sieg aus den letzten 12 Spielen, etlichen Krisensitzungen und einer Trainerentlassung tatsächlich heute die große Erlösung. 2:1 gegen die Berliner Hertha, gleichbedeutend mit dem Sprung zurück auf Rang 4 und einem Traumstart für den neuen alten Interimscoach der Leverkusener, für Sascha Lewandowski, der noch gar nicht richtig Platz genommen hatte, als ihm seine Truppe schon das erste Willkommensgeschenk präsentierte. Der Anfang vom Neuanfang. Sascha Lewandowski, Leverkusens Aushilfstrainer, erlebt direkt nach Anpfiff, nach nur 40 Sekunden, Leverkusens Führung. Basis für den ersten Heimsieg seit Februar. Der Anfang ist gemacht. Ja, wir haben vieles versucht zu verändern, was natürlich einerseits riskant ist in der Endphase der Saison, aber andererseits auch alternativlos ist, weil weiter so konnte es ja nun wirklich dann auch nicht geben aufgrund der Ergebnisse und der lang andauernden Talfahrt. Vor dem Spiel gibt Lewandowski, sonst Leverkusens Jugendleiter, all seinen Spielern noch persönlich etwas mit. Vergangenes Jahr war Lewandowski noch Cheftrainer bei Bayer gewesen. Gegen Berlin, Leverkusen in Schwarz, sofort viel mehr über die Außen als zuletzt. Bayer startet voll durch. Nach 40 Sekunden also das 1-0 durch Stefan Kießling, das schnellste Tor dieser Bundesliga-Saison. So ist aller Anfang leicht. Lewandowski soll Leverkusen den vierten Tabellenplatz, die Champions-League-Qualifikation retten. Die 19. Minute, Sebastian Böhne Schatz probiert, Bayer besser. Berlin hat den Klassenerhalt so gut wie sicher, wirkt nicht besonders motiviert. Die Ausnahme, dieser Versuch von Ben Hatira. Im direkten Gegenzug dann Leverkusen flott nach vorne mit Son und mit Julian Brandt, erst 17 Jahre alt. Im Winter aus der A-Jugend vom VfL Wolfsburg gekommen, zum zweiten Mal in der Startelf sein zweites Bundesliga-Tor. Auf in die Zukunft, Julian Brandt mit Gefühl zum 2-0. Trotz des Vorsprungs fehlt Bayer die innere Sicherheit. Freistoß Berlin, Sandro Wagner und der Anschlusstreffer nach 38 Minuten. Das Tor zählt. Ob Wagner sich dabei womöglich im Abseits befand, lässt sich mit keiner Kameraeinstellung zweifelsfrei aufklären. Lewandowski und Leverkusen hätten nach der Pause dann für diese und diese Aktion je einen Handelfmeter bekommen können. Strafstoß gibt es aber jeweils nicht. Mit die einzigen aufregenden Momente einer langweiligen zweiten Hälfte. Wagner in der 70. Minute fast noch mit einem Eigentor. In einem schwachen Spiel bleibt es schließlich beim 2:1. Für Lewandowski insgesamt ein Neuanfang mit Schwierigkeiten. Ich sehe halt einfach die Arbeit, ne, die wir morgen früh wieder haben. Und das ist alles noch nicht stabil und da müssen wir noch zulegen. Und das ist das, was mich im Moment beschäftigt, nichts anderes. Der Sieg heute aber war die Soforthilfe für Leverkusen.
die Leverkusener auf dem Champions League Qualifikationsplatz dem großen Ziel wieder ein bisschen näher. Die Kollegen aus Augsburg, die haben ihre wohlgemerkt offizielle Zielsetzung, die ominösen 40 Punkte und damit den Klassenerhalt schon erreicht. Aber ich bin mir sicher, ein bisschen geschielt haben sie zuletzt schon, immer in Richtung Europa League. Seit heute allerdings können sich das wohl sparen, die Augsburger, nach dem 0:2 in Hoffenheim, einem Spiel, das diesmal vor allem auf einer Position entschieden wurde. Die Tagesform der beiden Torhüter hat das Spiel entschieden. Das grüne Männchen spielt für Hoffenheim und heißt Jens Grahl. Er hält alles. Das rote Männchen spielt für Augsburg, heißt Marvin Hitz. Und der packt nicht zu, wenn der hier mal in Fahrt kommt. Beispiel 1. 19. Minute, Freistoß Salihovic. Der Ball lang unterwegs, der Schweizer Hitz aber kommt zu spät. Die Führung für Hoffenheim, Salihovics 11. Saisontor. 1-0 Hoffenheim, erster Patzer Hitz, der aber sieht's anders. Muss sich der Torhüter heute auch in die eigene Nase fassen müssen? Bei was? Beim 1:0 und beim 2:0? Beim 1:0? Glaube ich nicht, ne. Der Freistoß? Ja, was war mit dem Freistoß? Ja, ich weiß nicht. Aus Ihrer Sicht, Freistoß kommt über die Mauer neben Pfosten, sah ein bisschen unglücklich aus. Ja, haben Sie es aus meiner Sicht gesehen, dass ich den Ball ziemlich spät stehe? Haben Sie das gesehen? Okay, also kein Fehler vom Tor. Wenn Sie das meint, dann ja. Na also, späte Einsicht, aber immerhin. Auf der anderen Seite das grüne Männchen, Jens Grahl. Überragend gegen Hahn. Grahl, 25 Jahre alt, in seinem 7. Bundesligaspiel ersetzt Castells, der letzte Woche in Berlin einen Schienbeinbruch erlitt. Und nochmal, Jens Grahl, von Paderborn in den Kraichgau gekommen, wieder gegen Hahn. Augsburg mit mehr Ballbesitz, aber gegen diesen Torwart ist heute nichts zu machen. Bescheidenheit ist Trumpf bei Jens Grahl. Ich würde jetzt erstmal dem Kuhn Castells gute Besserung wünschen, auf jeden Fall auf dem Weg. Aber ich sag mal, ich bin Torwart und wenn der Trainer mich ausstellt, mache ich meinen Job und es ist mir heute eigentlich ganz gut gelungen. Das rote Männchen, also Hitz, fliegt bei diesem Eckball in der 41. Minute am Ball vorbei. Westergaard schließlich mit dem Kopf zum 2:0. Zweites Tor für die TSG, zweiter Patzer Marvin Hitz. Pause in Hoffenheim. Und das ein Bild mit Seltenheitswert. Marvin Hitz übt, damit es im zweiten Durchgang besser wird. Und tatsächlich, Hitz hält in der zweiten Hälfte einen Freistoß von Salihovic. Na also, Augsburg hat noch etliche Chancen, aber Hoffenheim hat Jens Grahl, der gegen Eswein rettet. Und 10 Minuten vor Schluss diese Glanztat gegen Holzhauser. Hoffenheim besiegt Augsburg mit 2:0. Oder besser, Jens Grahl, das grüne Männchen, schlägt Marvin Hitz, das rote Männchen. Und das die Tabelle nach dem 30. Spieltag. An der Spitze bleibt es beim Führungstrio Meister Bayern vor Dortmund und Schalke. Leverkusen klettert, dahinter der VfL Wolfsburg. Und auf Rang 6 komplettieren die Gladbacher im Moment die internationalen Startplätze. Die zweite Hälfte angeführt von der Berliner Hertha, dahinter Frankfurt und Bremen, Stuttgart mit einem Zählervorsprung auf die Abstiegszone. Der HSV folgt auf dem Relegationsplatz. Nürnberg und Braunschweig bleiben auf den direkten Abstiegsrängen. Erstmals in seiner Vereinsgeschichte hat der ERC Ingolstadt die Finalspiele um die deutsche Eishockeymeisterschaft erreicht. Im Duell mit den Hamburg Freezers landeten die Bayern heute mit einem 5:3-Erfolg den vierten und entscheidenden Sieg. Im Finale, das ebenfalls nach dem Modus Best of Seven ausgetragen wird, treffen die Ingolstädter auf die Kölner Haie. Und noch eine glückliche Premiere heute, und zwar im Handball. Die Füchse Berlin haben erstmals den DHB-Pokal gewonnen. Und das vor allem dank ihres überragenden Mannes zwischen dem Pfosten. Nationaltorhüter Silvio Heinevetter war der gefeierte Mann beim 22:21 Sieg über Flensburg. Mit 15 Paraden hatte er entscheidenden Anteil am ersten Pokalsieg der Berliner. Wir haben gerade in Hamburg mit einer Jungtruppe, die überragend gespielt hat, überragend. Wenn ich mir wieder den Drucks gestern angucke, heute, das war... In der ersten Halbzeit noch lagen die Flensburger bei ihrer vierten Finalteilnahme in Folge lange vorne. Doch vor 13.000 Zuschauern in Hamburg drehten die Berliner in der zweiten Halbzeit das Spiel. Herausragend dabei Konstantin Igropulo mit 8 Treffern.
Entscheidender Rückhalt der Berliner Füchse war aber der Nationaltöter, war Silvio Heinevetter, der mit großartigen Paraden den ersten Vereinstitel der Berliner Füchse sicherte. In vielen Bundesländern beginnen ja morgen die Osterferien. Wird sich das Aprilwetter, Claudia Kleinert, ab morgen also gnädig zeigen? Nein, Karin, genau das Gegenteil ist der Fall. Es wird erst recht morgen Aprilwetter geben und zwar vom Feinsten. Und dann wird es auch zumindest zu Beginn der Ferien kühler werden. Hier der Trend zeigt es für Nürnberg. Bis Dienstag geht es runter, dann Temperaturanstieg, dann große Unsicherheit, was jetzt wirklich passiert, ob es wieder wärmer wird oder eher auf niedrigem Niveau bei knapp über 10 Grad bleibt. Da also in den nächsten Tagen mehr zu. Morgen Vormittag, kräftige Schauer und Gewitter, eine Front liegt über uns, aus der fällt Regen. Dahinter zum Teil Graupelschauer. Graupelgewitter, am Alpenrand noch trocken im Laufe des Nachmittags. Dann von Schleswig-Holstein bis zur Elbmündung freundlich, auch im Südwesten. Sonst immer mal wieder Regenschauer, örtlich auch der kräftigeren Art. Im Norden bei gerade mal 8 bis 12 Grad, nach Südwesten 13 bis zum Teil sogar 18 Grad. Und das alles bei frischem bis starkem Wind im Norden. Bei diesen Schauern kann es Sturmböen geben. Die nächsten Tage Schauer lassen nach und Temperaturen steigen wieder. Also dann eher gnädiges Aprilwetter. Danke, Claudia Kleinert. Jetzt gibt's hier Titel, Thesen, Temperamente und morgen selbstverständlich wieder die Tagesthemen. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle wieder Thomas Roth. Ihnen eine gute Woche.